tatsächlich Fragen stellen können, ohne dass die Blockchain anwesend sind. Was? Okay, geht's jetzt? Nochmal? Was jetzt? Hörst du was? Okay. Dann machen wir es aber jetzt. Nächster Anlauf, diesmal mit Stream. Ich darf euch ganz herzlich im Namen des Kreisverbands München zur Aufstellungsversammlung für die Aufstellung des Stimmkreiskandidaten zur Landtagswahl 2013 hier im Stimmkreis 108 begrüßen. Zunächst die Frage, besteht Einwände gegen die Akkreditierung irgendeines Piraten oder hätte irgendein Pirat akkreditiert werden sollen, der nicht akkreditiert wurde? Sprich, hat irgendjemand seine Stimmkarte zu Unrecht? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Gut. Wir brauchen einen Versammlungsleiter. Ich fühle mich vorgeschlagen, besteht Einverständnis. An dieser Stelle, wer eine Stimmkarte hat, darf sie heben, wenn er so den zustimmen möchte. Gegenstimmen? Ist das eine Gegenstimme oder ist sie noch oben? Okay, dann danke ich euch für euer Vertrauen. Wir benötigen eine Geschäftsordnung und eine Wahlordnung. Sie wurde vorab veröffentlicht und wurde in den ganzen letzten Aufstellungsversammlungen verwendet. Bestehen Einverständnis mit Geschäftsordnung und Wahlordnung? Okay. Gegenstimmen? Ist nicht der Fall? Dann haben wir Geschäftsordnung und Wahlordnung. Laut Geschäftsordnung ist die Öffentlichkeit zugelassen. Zusätzlich soll die Veranstaltung gestreamt werden. Stream läuft bereits. Bestehen Einwände gegen die Öffentlichkeit? Nein. Ich sehe, wir haben jemanden mit Mikrofon. Ich weise nochmal extra darauf hin. Wir stehen hier gegen Einwände. Gut. Das ist Öffentlichkeit, Streaming und ich glaube, der Rundfunk ist es. Der Rundfunk, genau. Ja. Ich sage nur ganz kurz, es ist für eine Sendung, da geht es um gesellschaftliche Verantwortung und Engagement. Und da habe ich den Florian schon interviewt und ich wollte ihn jetzt einmal sozusagen in Aktion bringen. Deshalb bin ich heute mit dabei. Gut, nachdem es keine Einwände gibt, sagen wir willkommen. Dann benötigen wir einen Wahlleiter. Ich schlage Markus. Seid ihr mit Markus einverstanden? Ich sehe viele grüne Karten. Gegenstimmen? Ist nicht der Fall. Markus, Glückwunsch, der Erste. Wir benötigen auch einen Protokollführer. Ich Gegenstimmen? Gut, Markus, du hast zwei Jobs. Herzlichen Glückwunsch. Wir benötigen zwei Zeugen. Diese sollen idealerweise aus der Versammlung kommen und nicht kandidieren. Also sprich, es wäre ideal, wenn das zwei Stimmberechtigte sind, die an einer Stadt den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung bezeugen, dass die Kandidaten Zeit hatten, sich vorzustimmen, dass in geheimer und gleicher Wahl gewählt wurde. Da benötigen wir zwei Stück. Gerne, Leute. Daniel, Markus. Okay. Einwände gegen die Zeugen? Nein, ihr habt den Job. Wir benötigen einen Wahlhelfer, schon allein fürs Vier-Augen-Prinzip. Peter. Einwände gegen den Wahlhelfer? Gratulation, Peter, du hast den Job. Wir würden gern die Redezeit für die Vorstellung der Kandidaten begrenzen auf 10 Minuten mit einer leichten Empfehlung, sich möglicherweise auch kürzer zu fassen. Besteht Einverständnis mit der Beschränkung der Redezeit auf 10 Minuten? Ja, brauchen wir Zustimmung, weil das ist richtig geschickt. Gegenstimmen? Super. Dann werden die Formalitäten soweit erledigt und ich darf die Kandidaten zu mir nach vorne bitten. Sie schlagen Martin Kraus vor. Gut, Martin ist hiermit vorgeschlagen. Noch jemand, der kandidieren möchte und einen. Ich schlage Christoph
Christa ist hiermit auch vorgeschlagen. Benötigt noch jemand einen Vorschlag? Auge durch oder Stimmberechtigt? Okay. Die Stimmberechtigten können sich selbst vorschlagen, der Rest muss vorgeschlagen werden. Christa und Martin sind vorgeschlagen, der Rest ist, denke ich, stimmberechtigt. Dann kommen wir hier zu unserem Lieblingsspiel. Um die Reihenfolge der Kandidatenvorstellung zu ermitteln, ziehen wir Scrabble-Steine. Wer im Alphabet am weitesten vorne ist, stellt sich auch zuerst vor. Und wer Joker zieht? Der kriegt 10,5 Minuten. Bis dann. Ladies first. So, wir haben was? L? F? Q? F? Q? Q? I? I? Ich damit immer. F? L? Q? I? Also das I? Ich glaube, Christa kommt dann nach mir. Ja. J, K. Ich bin vorletzter, oder? Du bist der Letzte. Oder schon wieder? Stellst du dir mal der Reihe nach aus. Genau. Ups, da wäre das. So, schon wieder. Was F? L. L. Das ist wohl I. Achso, Martin, das weiter vor. Okay. So. Also wir hätten in Reihenfolge Martin, Köster, Nadine, Mauri und Caro. Für die Kandidaten noch, nachdem wir keine große Uhr haben, ich zeige nach 5 Minuten den verbleibenden Redezeit in Minuten. Martin, du hast die Nummer 1 gezogen, ich darf dich bitten. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Martin Kraus und ich möchte gerne mit euch den Landtag erobern. Wir haben gemeinsam bereits in den letzten 3 Jahren einiges erreicht. Wir sind von einer Partei, die nur am Straßenrand stand und eigentlich von den Passanten belächelt worden ist, zu einem ernstzunehmenden Machtfaktor in Deutschland und auch in Bayern geworden. Aber unser Hauptziel, nämlich die Politik ernsthaft zu verändern und nicht nur Änderungen anzustoßen, die haben wir noch nicht erreicht. Und dieses Ziel liegt allerdings nun tatsächlich auch in greifbarer Nähe, nämlich in den Landtags- und in den Bundestags- und Bezirkstagswahlen im nächsten Jahr. Ich möchte um euer Vertrauen bitten, mit mir als Kandidaten dort in den Wahlkampf zu ziehen. Ich stieß 2009 zu den Piraten, damals noch in der Gaststätte Bavaria in der Nähe vom Bahnhof, und es war damals noch eine relativ kleine Gruppe, die dort in einem unpassenderweise in einem Hinterzimmer sich traf, um dort Demonstrationen und anderes zu planen. Damals ging es hauptsächlich um das Zugangserschwerungsgesetz von der Frau von der Leyen, dem sogenannten der Zensursula. Doch kurze Zeit später ging dann auch der Wahlkampf für den Bundestag los und dort wurde ich dann zum ersten Mal richtig aktiv. Wir hatten dort eine größere Aktion in Trudering, in der es darum ging, eben Wahlplakate für das ganze südliche Oberbayern zu plakatieren, zu stellen, die ganzen Materialien zu beschaffen und dann auch weiter zu verteilen. Für diese Verteilung oder für diese Plakatieraktion hatte ich damals den Hut auf und die lief auch trotz all dem Chaos eigentlich verdammt gut, was aber auch mit daran lag, dass wir damals über Fehler von uns selber und auch von den anderen immer hinweggelächelt haben und ein relativ großer Team-Spirit gelächelt hatte. Diesen Team-Spirit möchte ich versuchen auf alle Fälle in den kommenden Wahlkampf wieder zu erzeugen, dass wir einfach unsere Gemeinsamkeiten sehen und nicht auf die Fehler gucken. Mein Engagement für die Piraten hielt an. Und so wurde ich dann im kommenden Frühjahr in den Bezirksvorstand gewählt, zuerst als stellvertretender Vorsitzender. Dort übernahm ich relativ bald nach einem halben Jahr die Aufgaben des Vorsitzenden, weil unser damaliger Vorsitzender eben sein Staatsexamen schrieb und sich dann aus der Führungsposition etwas zurückzog. Das war aber auch vorher so angekündigt und abgesprochen. Ganz schlecht muss ich das nicht gemacht haben, weil ich im kommenden Jahr dann auch in den Vorstand direkt als Vorsitzender gewählt worden bin. Und dann ein weiteres halbes Jahr später wurde ich dann schließlich auch in den Landesvorstand gewählt als stellvertretender Vorsitzender und den Posten hatte ich dann auch bis letzten September inne. Meine politischen Schwerpunkte liegen in der Kulturpolitik, in der Hochschulpolitik und ein weiterer Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist die Gleichberechtigungspolitik. Gleichberechtigungspolitik im Sinne von
denen oder um Gruppen zu helfen, die bisher benachteiligt sind. Ob sie wegen ihrer Herkunft benachteiligt sind, ob wegen ihres Alters benachteiligt sind oder aus welchen Gründen auch immer. Ich war dort aktiv. Ich habe in der Kulturpolitik beispielsweise zusammen mit der Tina Lorenz aus Regensburg den Kulturpolitik-Antrag geschrieben, den wir auch bei uns beim letzten Programmparteitag in Maxhütte bestätigt haben und aufgenommen haben. Ich habe zusammen mit der AG Diversity, mit dem Sascha Rakas und mit dem Alp, der auch hier ist, haben wir einen Programmpunkt zur Asylpolitik beschrieben, der ziemlich genau die Forderungen enthält, die auch jetzt im Refugee Camp, in den Refugee Camps auf die Matte gekommen sind und die einfach dringend notwendig sind, die zu verändern. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist die Transparenzgeschichte, über die wir alle reden, wo ich aber auch aktiv bin. Ich bin einerseits in der oberbayerischen AG Transparenz oder AG Informationsfreiheit aktiv, wo ich auch in die Gemeinden in Oberbayern hinausfahre und dort mit den dortigen Arbeitsgruppen rede. Ich bin aber auch offiziell auch mit dabei beim Informationsfreiheitsbündnis Bayern, wo wir uns generell für die Informationsfreiheit in ganz Bayern einsetzen und dort auch beim Transparenzgesetzinitiative Bayern Transparent, die von den Grünen ausgeht, tatkräftig mithelfen. Dort bin ich bei den Sitzungen dann auch immer mit dabei und beispielsweise wird da auch die nächste Sitzung, wo dieses Transparenzgesetz für Bayern besprochen wird, im Landtag, vom Landtag aus, voraussichtlich in die Geschäftsstelle der Piraten in Nürnberg hineingestreamt, auch von dort wieder in den Landtag gestreamt und auch den Personen aus Nordbayern, die direkt teilnehmen wollen, dies zu ermöglichen. Daran bin ich überall beteiligt und stehe durch diese politische Aktivität auch in regelmäßigen Kontakt eben mit Mitgliedern anderer politischer Gruppierungen, seien es die Grünen, seien es auch die SPD oder seien es eben auch außerparlamentarische Organisationen wie Transparency International oder die Humanistische Union. In Schwabing selber trete ich deswegen an, weil hier eigentlich genau die Gebiete am meisten zutage kommen, die mein Kerngebiet sind, mein politisches, nämlich die Kulturpolitik und die Hochschulpolitik. Wir haben hier die großen Hochschulen stehen und auch von den Gegenkandidaten, die wir hier in Schwabing haben, sind das genau die Gegenkandidaten, wo man auch mit Fachwissen gegenhalten kann. Denn wir haben hier einerseits den Herrn Heubisch, der antritt, dann haben wir den Herrn Spähne, der antritt, also Bildungsminister, Hochschul- und Forschungsminister und Kulturminister, sowie außerdem die Spitzenkandidatin der Grünen, die Frau Bause, ebenfalls hier in Schwabing. Es ist also ein illustres Kandidatenfeld, wo man, denke ich, auch durchaus mit entgegenhalten kann. Keiner dieser Kandidaten hat im letzten Wahlkampf über 30% bekommen. Es waren drei Kandidaten, die über 20% bekommen haben. Und hier können wir, denke ich, durchaus einiges an Potenzial holen. Hier haben wir durchaus Potenzial, viele Stimmen zu holen. Und deswegen bitte ich euch, gebt mir euer Vertrauen, damit wir gemeinsam eine Lanze gegen diese hochkarätigen Kandidaten brechen können und damit wir gemeinsam dann hier in den Landtag einziehen können. Vielen Dank. Danke dir, Martin, und auf das Mikrofon. Ich heiße Christa Ritter und bin noch relativ kurz bei den Piraten, nämlich seit April dieses Jahres. Und warum ich jetzt hier so forsch mich gleich bewerbe, liegt daran, dass ich mein ganzes Leben, und ihr seht ja, ich bin schon eine ältere Dame, dass ich mein ganzes Leben piratisch gelebt habe. Und das hieß, dass ich die traditionelle materialistische Konsumwelt nie gelebt habe und mich immer versucht habe, selbst zu erfinden, immer in was Neues rein, mit so viel Offenheit Menschen gegenüber wie möglich, und das hieß dann natürlich anfangs 68 auch mal WG, kommuneartig und mit vielen Partnern. Ihr kennt ja die ganzen Geschichten über die bösen 68er, was die alles erfunden haben, und ich habe dann natürlich auch beruflich was gemacht, obwohl eigentlich mir das Wesentliche immer war, diese Bewegung auch zum Beispiel über viele Reisen nach Asien, Afrika und so weiter zu machen, war es doch auch, dass ich medial gearbeitet habe, erst in der Werbeagentur, und
da war meine schönste Zeit, muss ich euch sagen, weil ich die tollsten Fotografen der Welt buchen konnte für diese Werbeagentur und in New York und London und Paris rumsauste und interessante Leute kennenlernte. Und dann später habe ich mich selbstständig gemacht, war die erste Agentin für weltbekannte Fotografen in Deutschland. Zum Beispiel Peter Lindberg, könntet ihr kennen. Und ja, da habe ich auch dann zwei Kinder sozusagen umgebracht, kann man fast sagen, nämlich eine Abtreibung und eine Fehlgeburt gehabt. Das gehört auch zu der Geschichte von Frauen, die jedenfalls was unternehmen wollen und in der Zeit überhaupt sich nicht normal setteln wollten. Heute bedauere ich das, oder später zumindest habe ich es sehr bedauert, aber ja, so ist das, wenn man manchmal auch scheitert. Bin ich zum Film gegangen. Ich dachte, ich müsste unbedingt ganz existenziell nochmal mein Leben leben und nicht so an der Oberfläche. Ich wollte damals auch mich umbringen, weil ich eigentlich, ich sah keinen Sinn mehr in meinem Leben. Und dann bin ich zum deutschen Film gegangen, habe da erstmal in München Regieassistenz gemacht und das fand ich alles auch ganz fürchterlich und das wurde nicht besser mit meinem inneren Zustand. Und dann traf ich den Rainer Langhans und der hatte schon vier Frauen hinter sich irgendwie, die ihm folgten. Weil das ein Mann war, der wie ein Mönch leben wollte, also der nicht das klassische Angebot machte an eine Frau. Und das fand ich irgendwie, das hatte ich noch nie gehört und das hat mich total aufgeregt und das habe ich dann auch gemacht. Und das war eine sehr schwierige Zeit einerseits, weil du dann in deinen Schatten gehen musst, wenn du mal wirklich alles außen abstellst. Und das haben wir gemacht. Ich bin dann Vegetarierin geworden und habe aufgehört zu rauchen, zu saufen oder meine sonstigen Drogen. Das war alles finito. Und ich habe dann eben sehr viel Studien des Inneren gemacht und ich muss euch sagen, dass ich nicht sehr weit gekommen bin. Und das ist dann auch der Grund, weshalb ich jetzt bei den Piraten bin, weil ich glaube, ein westlicher Mensch und vielleicht auch noch ich im Speziellen, ich kann auch nicht sehr gut meditieren und das Innere ist sehr schwer zu erobern. Und das alles nenne ich Piratik insofern, als diese erweiterte Kommunikation, die ich immer geübt habe, die macht ihr auch, weil es heute das Netz gibt, also das Internet, und ihr damit groß geworden seid. Und ich empfinde da eine riesige Qualität drin, nämlich sowas wie eine neue Verzauberung der Welt. Das war 68 so, es war mit den Grünen dann auch ein bisschen so. Und ich sehe die Piratenpartei eben als Vertreter dieser neuen Welt, dieses Internets, was alle Menschen miteinander viel näher bringt, was uns wieder zu Brüdern und Schwestern macht und fantastisch denken lässt. Und jetzt komme ich natürlich, große Vorrede, damit ihr ein bisschen was über mich wisst, dazu, was ich mir vorstelle, praktisch zu machen für einen Landtag. Im Übrigen würde ich antreten gegen Margarete Bause, wie ich eben gehört habe, das wusste ich aber auch schon, das ist eine Freundin von mir, also es wäre interessant, gegen sie auch anzutreten. Ich empfinde die Piraten immer, jetzt bundesweit, wie auch hier, was ich hier erfahre, immer als ein bisschen zu wenig mutig, was die Vision betrifft. Und im Praktischen, in der Politik, ich glaube, das steckt dahinter, dass die praktische Politik einen natürlich runterdimmt etwas. Dann muss man sich mit den anderen Parteien, man muss sich das aufgreifen, wo die sind, auch thematisch. Und mich würde es, abgesehen von den Schwerpunkten, die sowieso eben jetzt in der Politik gegeben sind, ich habe da so ein bisschen mitgekriegt, das wollte ich euch noch sagen, ich arbeite hier bei den Piraten in der AG Trailerpiraten. Wir machen also kleine Spots, Videos und haben auch angefangen, eine Reihe von Talkshows zu drehen. Und ich möchte auch, habe schon einmal geguckt bei den 60-plus-Piraten, das würde mich auch interessieren, weil ich meine, dass wir diese ganz große Altersgruppe, die immer größer wird, der älteren Menschen, nicht genügend beachten bei den Piraten. Und das wäre mir auch ein Anliegen hier regional in München. Die Vereinsamung der Menschen, die im Moment so läuft, weil wir alle sehr egoistisch waren, ich ja auch in diesen letzten 40 Jahren, die geht wieder auf Gemeinschaftliches zu. Und da hätte ich viele Ideen oder jedenfalls manche Ideen, die ich zum Beispiel hier auch politisch vertreten würde gern, wenn ihr mich wählt.
zum Beispiel ein Haus, das man Commons nennen könnte, wo sich Leute treffen, und das müsste sehr gut vernetzt sein mit den ganzen Computern, die überall in den Wohnungen stehen, und die müssen mehr werden. Man muss alten Menschen Computer anbieten, sie schulen, damit sie nicht vereinsamen und Demenz bekommen, sondern noch integriert werden. Wir werden ja alle so wahnsinnig alt jetzt. Das wäre mir ein großes Anliegen, und auch die Frauen natürlich mehr dazu zu holen, weil ich finde es schade, wenn die Energie so not balanced ist. Und außerdem habe ich ja gelernt, im Harem Frauen zu mögen. Die habe ich früher gehasst übrigens, waren ja immer meine Rivalinnen. Und ja, ich glaube, dass ich kommunikativ das auch leisten kann. Ich kann lernen, ich kann also die pragmatischen politischen Dinge lernen, die ich jetzt noch nicht weiß. Und ich weiß auch ganz viel nicht über die Piraten, aber alles lernbar. Und ich mag euch und ich fühle mich hier wohl. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich wählt. Christa? Nadine? Ich bin Nadine Engelhardt. Ich bin jetzt ungefähr seit einem guten Jahr bei den Piraten dabei. Also es war letztes Jahr Anfang November, als ich eingetreten bin. Ich habe es mir, ich sag mal, von November bis Januar ein bisschen angeguckt bei euch. Und bin dann im Januar völlig überraschend in die Geschäftsstelle mit reingeschlittert und plötzlich war ich da eingebunden. Mittlerweile bin ich bei der Leitung, in der Co-Leitung der S71 mit dabei. Habe auch ein Vorstandsamt, ich bin stellvertretende Kreisvorsitzende in München und möchte für den Landtag kandidieren. Ja. Warum ausgerechnet in Schwabing? Ich hatte mich für den 104er beworben. Das war eigentlich eher spontan. Im Grunde genommen wollte ich bis zum 108er warten, weil ich eigentlich schon seit 14 Jahren hier wohne. Ich wohne schon seit 14 Jahren in Schwabing. Ich kenne den Wahlbezirk relativ gut. Also ich war eigentlich immer irgendwie unterwegs, entweder in Freimann oder in Schwabing selber. Ich kenne die Leute. Ich weiß eigentlich im Grunde genommen, wie er strukturiert ist. Ich erlebe es ja jeden Tag. Also dass es einerseits diese sehr große Gruppe der 50- bis 60-Jährigen gibt, auf die man sich fokussieren könnte. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer die ganzen Studenten. Ich wohne in der Nähe von der Studentenstadt, was ja bekanntlich die größte Studentenansiedlung Europas ist. Wie wir das für uns nutzen können, ist klar. Wir sollten gucken, dass wir mit unserer Hochschulpolitik im Wahlkampf wirklich reingrätschen. Und es gibt einen Vorteil für uns, den wir allerdings auch abschaffen möchten auf kommunaler Ebene, das ist die Zweitwohnsitzsteuer. Das heißt, relativ viele der hier Studierenden wohnen auch als Erstwohnsitz hier und dürfen hier wählen. Das ist strategisch gesehen überhaupt nicht schlecht für uns. Was habe ich mir für Themen für den Landtag ausgesucht. Es gibt jetzt das eine Thema, das hat Martin eigentlich schon relativ gut gestriffen. Das ist Kulturpolitik. Ich komme aus der Ecke. Ich komme im Grunde genommen vom PEN-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland. Das ist eine Schriftstellervereinigung. Und da habe ich insofern sowohl international zu tun, ich habe Verbandsarbeit und ich habe Kulturarbeit. Das heißt, ich kenne, was Kulturförderung und ähnliche Sachen angeht, was Beantragungen angeht und was Kultureinrichtungen angeht, kenne ich mich relativ gut aus. Das nächste Thema, das nächste große Thema für mich, weil es mich persönlich aufregt, nicht weil es mich gerade angehen würde, aber weil es mich aufregt, ist Asylpolitik. Die Asylpolitik in Bayern bezieht sich nicht darauf, Asylanträge zu bewilligen. Nein, das ist Bundessache. In der bayerischen Asylpolitik geht es darum, wie die Leute untergebracht und versorgt werden. Und das, was derzeit in Bayern passiert, ist eine richtige Schweinerei. Ich möchte, dass sich das ändert. Und da habe ich zumindest vor, in der Landespolitik mein Gewicht in die Waagschale zu legen, so klein es auch ist. Die dritte Geschichte hat ein bisschen mehr mit meinem biografischen Hintergrund zu tun. Ich komme vom Land.
Ich komme aus der Landwirtschaft. Das heißt, Landwirtschaft wäre einer der Ausschüsse, wo ich mir relativ gut vorstellen könnte, den auch noch mit zu besetzen. Was kann ich eigentlich noch bringen, um euch zu überzeugen? Worin ich wirklich wahnsinnig gut bin, ist im Grunde genommen das Schreiben. Ich schreibe mir meine Texte selber, ich schreibe die Texte anderer Leute selber. Und selbst wenn ich heute hier nicht gewählt werde, werde ich unsere Kandidaten sowohl für den Bundestag, für die Bundestagswahl als auch für die Landes- und Bezirkstagswahl mit all meiner Kraft unterstützen. Ich danke euch. Wir danken dir, Nadine, und ich darf mal bitten. Hallo, ich bin fürchterlich nervös, aber es geht den anderen wahrscheinlich genauso. Ich heiße Mauri Fischbein, ihr kennt mich alle unter meinem Nickname, wahrscheinlich unter Mauri Fisch oder Twitter Pirat Mauri. Und eigentlich wollte ich hier so eine richtig dicke, fette, schwülstige Rede halten, aber nachdem es jetzt hier die letzte Aufstellungsversammlung ist und ihr so viele Reden gehört habt, bin ich davon abgekommen und mache das ein bisschen kürzer, aber dennoch ein paar Worte zu mir, warum ich Pirat bin. Ich bin Baujahr 56, nicht mehr so ganz knackfrisch, habe einige Rostflecken und Dellen, aber trotzdem noch ganz gut erhalten. Und ich bin ein echter Schwabinger. Ich bin in Schwabing geboren, in der Georgenstraße aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen, habe hier auch VWL studiert, allerdings nicht abgeschlossen. Habe dann später berufsbegleitend einen Einzelhandelskaufmann gemacht und dann später in Freiburg einen Immobilienwirt. Ich wohne jetzt seit 20 Jahren im Lehl oder wie mir Einheimischen sagen, im Lächel. Das ist auch der Stimmkreis 108, habe mein Büro in der Kunigundenstraße, also auch im Stimmkreis, und arbeite seit 4 Jahren ehrenamtlich für eine große Hilfsorganisation in der Maxvorstadt in der Türkenstraße, wo ich auch sehr viel mit Leuten zu tun habe. Bin also wirklich hier im Stimmkreis sehr, sehr gut vernetzt. Piratenmitglied seit letzten Herbst, wie so viele, die nach Berlin eingetreten sind. Warum trete ich an? Ich sehe erstmals die Chance, hier im Land was zu bewegen. Und unsere Piratenpartei bietet hier die Chance dazu. Was mache ich bei den Piraten? Ich gehöre zu den Gründungsmitgliedern der AG 60+, eine relativ aktive AG, die bisher 2 Positionspapiere entworfen hat. Beide wurden bei den Parteitagen einmal in Straubing und der Max-Hütte angenommen. Wir haben gemeinsam mit dem Arbeitskreis Rente und Sozialpolitik in Nordrhein-Westfalen ein weiteres Programmpapier entwickelt, das jetzt am Wochenende in Bonks hoffentlich angenommen wird, damit dann mit 2/3 Mehrheit hoffentlich zum Parteiprogramm und zum Wahlprogramm für unseren nächsten Bundestagswahlkampf gehören wird. Aber gehen wir mal weg von der Rente. Die Rente ist Bundespolitik, interessiert ja hier in Bayern nicht so sehr. Was will ich hier in Bayern erreichen? Erstes Ziel, die 5%-Hürde knacken. Ich will, dass wir gemeinsam in den Landtag kommen, denn nur dann haben wir eine Chance, dass wir uns weiterentwickeln können. Dann will ich, dass wir den Leuten klar machen können, dass unsere Politik durchschaubar ist, dass sie transparent ist, unser Zauberwort, aber dass wirklich mitverfolgbar ist, was wir tun. Und ich will allen Leuten, mit denen ich zu tun habe, klar machen, dass Politik Spaß macht. Deswegen stehe ich auch hier. Ich war bis dato eigentlich ein unpolitischer Mensch, bevor ich die Piraten kennengelernt habe. Hier kann man mitmachen und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und je mehr Leute wir davon überzeugen können, dass es Spaß macht, desto mehr werden wir und desto mehr können wir auch gemeinsam erreichen. Christa hat vorhin schon angesprochen, wir haben eine große Zielgruppe, nämlich die schon ein bisschen älter sind, die uns bisher also nicht so unbedingt wählen würden. Und denen will ich auch vermitteln, dass wir eine Alternative sind zu den bestehenden Parteien, dass wir keine Spinner und Internetfreaks sind, sondern dass wir ernsthaft Politik machen können. Und zwar unsere Art, es Neulingen einfach zu machen. Das sind wir die einzigen von allen Parteien, die das wirklich können. Wir sind auch die Einzigen, die so kommunizieren können. Die anderen versuchen es zwar, aber sie schaffen es nicht. Und wir sind die Einzigen, die innerhalb kürzester Zeit die Meinung der Basis erfragen können und danach auch handeln. Was will ich hier in Bayern tun? Was sind meine Themen hier regional? Ich möchte das machen, womit ich mich auskenne. Und ich kenne mich aus mit dem Wohnungsbau. Ich bin Profi, was Bauträgermaßnahmen angeht, was öffentlich geförderten Wohnungsbau angeht. Und ich kenne mich aus mit Mieterprivatisierung, also relativ heiße Themen, speziell in München, aber nicht nur in München. Denn die meisten Mittel für den öffentlichen Wohnungsbau kommen ja von der Landesregierung, wenn dann in ganz Bayern verteilt, nicht nur in München. Was will ich konkret hier erreichen, jetzt speziell in München, weil eben auch in meinem Stimmkreis?
ist die Ausweitung der Haltungssatzung. Ich weiß nicht, inwieweit euch da auskennt. Das ist die Satzung, die Luxussanierungen verhindern soll, die in München immer weiter zurückgefahren wurde in den letzten Jahren. Dann gab es in den 80er Jahren die sogenannte Münchner Linie. Das war die Erschwerung der Abgeschlossenheitsbescheinigung. Wenn jemand Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umwandeln will, braucht er eine Abgeschlossenheitsbescheinigung. Und München konnte es in den 80er Jahren verhindern. Die Landesregierung war eigentlich dagegen und es wurde dann wieder gekippt. Das könnte man wieder einführen. Dann wäre es mir ganz recht, wenn wir die Erbbaurechte hier in München neu strukturieren würden. Das heißt, dass städtische Grundstücke nicht mehr verkauft werden, sondern im Erbbaurecht vergeben werden. Das heißt, sie fallen wieder zurück an die Stadt, wenn das Erbbaurecht abgelaufen ist. Das kann man so gestalten. Das heißt, das Kapital der Stadt ist nicht verloren, sondern bleibt für die Zukunft erhalten. Und dann würde ich gern den leerstehenden Wohnraum, den wir in München haben, das sind offiziell momentan 1,5 Millionen Quadratmeter, inoffiziell sind es 2 Millionen Quadratmeter, soweit möglich in Wohnraum umwandeln, denn da haben wir momentan akuten Bedarf. Kämen noch ein paar, danke. Es gibt noch ein paar andere Punkte, wo man das machen könnte. Wir haben in München einen sogenannten Stellplatzschlüssel. Für jede neu errichtete Wohnung muss ein Stellplatz nachgewiesen werden. Im Innenstadtbereich halte ich das momentan nicht mehr für notwendig, denn der Trend geht weg zum Auto in der Innenstadt. Die Leute brauchen nicht mehr unbedingt ein Auto. Deswegen könnte man hier das Bauen erleichtern. Weiter außen schaut es wieder ein bisschen anders aus. Was will ich für den Wahlkampf tun? So viele Infostände organisieren wie möglich. Ihr wisst vielleicht, die AG 60 Plus ist in der Hinsicht sehr, sehr aktiv. Das wollen wir weiter ausbauen. Dann möchte ich versuchen, einen Stammtisch bei uns auch hier im Stimmkreis zu organisieren, weil es ja wichtig ist, dass die unsere potenziellen Wähler auch Ansprechpartner haben, nicht so weit müssen. Und Klingelputzen, damit wir uns bekannt machen können, dass die Leute wissen, die gibt es auch wirklich live, die kann man erleben. Wenn ihr vielleicht auf die Wiki-Seite von unserem Stimmkreis geschaut habt, um 108er, da seht ihr, 9 Piraten haben sich bereits bereit erklärt, mit mir gemeinsam Wahlkampf zu machen, mit mir den Infostände zu besetzen und dann eben auch Zettel zu verteilen, Plakate zu kleben. Dafür bin ich auch ausgesprochen dankbar und natürlich für jeden, der mitmachen möchte. Und selbstverständlich werde ich gemeinsam mit unseren anderen 19 Kandidaten München rocken, dass wir hier wirklich weiterkommen. Wenn ihr mich aufstellt und ich noch gewählt werde, versichere ich euch, wenn es um Sachthemen geht, wo ich mich nicht auskenne. Wir haben so viele IGs, AGs, AKs und wie sie noch so alle heißen, die alle Sachkenntnis haben und dort werde ich mich schlau machen. Und wenn Entscheidungen anstehen, dann werde ich die Meinung der Basis einholen und genau so abstimmen, wie die Basis es will. Was kann ich besonders gut? Ich kann sehr gut zuhören, obwohl ich jetzt momentan die ganze Zeit spreche. Ich kann andere Meinungen gelten lassen, ich kann eine Runde zielführend leiten und ich kann verdammt viel und lange arbeiten und das für uns gemeinsam. Deswegen bitte ich euch um eure Stimme. Danke. Danke dir, Mario, und darf ein Karo bitte. Ich heiße Karol Pokorny. Bin in dem Jahr 1954 in Bratislava, Slowakei geboren. Seit dem 28. August 1968 lebe ich in München. 68, 69 bin in einer Internatsschule in Neun-Ulm gewesen. Die Schule ist für mich mein Untergang gewesen. Dann habe ich später die Sabelhandelsschule besucht. Seit dem Jahr 1979 arbeite ich bei der Stadtentwässerung München in Baureferat. In diesem Jahr bei der Wahl für Gesamtpersonalrat der Stadt München bin als Vertreter gewählt worden. Und das war bei den anderen Wahlen auch so. Und da war ich sogar auch bei Tagungen vom Gesamtpersonalreferat mit drin dabei. Ein paar Mal habe ich gesehen, wie es läuft. Und daher verstehe ich ein bisschen was von der Kommunalpolitik. Bei der Faschingsgesellschaft Feringa bin ich für ein Jahr zu Radikönig geworden. Das war eine Wahl und das war eine Funktion für Sommer außerhalb der Faschingssaison. Dann, ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel Warum streiken wir? Das ist mein Buch. Wenn man in Google meinen Namen reinschreibt, Karol Pokorny, da kann man sehen, mein Buch und alle anderen Veröffentlichungen, die ich in anderen Büchern habe, auch. Dann arbeite ich hier bei den Piraten im Arbeitskreis Kommunalpolitik mit. Und meine Interessen sind dann die verschiedenen Vereine in München,
sowie Kulturvereine, Faschingsvereine und sowas, weil ich da ein paar Jahre bei der Faschingsgesellschaft Feringa tätig war. Und ich bitte Sie um meine Stimme. Ich werde natürlich auch die anderen Kandidaten unterstützen, die eventuell mehr Stimmen bekommen als ich. Ich bedanke mich. Danke dir, Karl, und danke den Kandidaten für die Vorstellung. Und darf dann hiermit die Fragerunde eröffnen. Ja, Fragen an die Kandidaten. Herbert. Gut, ich habe meine Standardfragen natürlich wieder. Bei Mauri weiß ich es ja. Aber wir haben ja unsere 20 Millionen über 60-jährigen Wähler in Deutschland. Und es geht also nicht um die Wähler, sondern es ist auch ein Bevölkerungsblock, der betreut werden muss und vor allen Dingen die Altersarmut verhindert werden muss. Und habt ihr da schon Vorstellungen gemacht, wie ob ich da einbringe, oder ist es nicht so im Fokus von euren Überlegungen in der politischen Arbeit? Also das ist eher Bundesthema. Bitte? Das Bundesthema. Das ist ja egal, das ist, wir haben ja Rentner auch in Bayern. Ja, ich bin ja für die Rentner in Bayern, das ist egal. Also gut, jetzt Martin, kennst du die drei Säulen, die die AG 60 Plus erarbeitet hat und jetzt in Bochum vorstellen wird zur Abstimmung, dass es übernommen wird? Nein, kenne ich nicht, weil ich mich tatsächlich in diesem Bereich noch nicht eingearbeitet habe. Okay. Haben wir oder haben wir nicht, genau. Wie war das Verfahren jetzt nur Martin oder an alle Kandidaten? Ja gut, ich weiß, dass der Mauri weiß, weil er ist ja selber in der 60 Plus, jetzt kann ich nicht sagen jeder, ja. Aber die anderen vier jedenfalls. Hand aufheben. Also, ja. Macht er jetzt Versammlungsleitung, macht er das? Ja, oder macht ihr? Ja, Entschuldigung. Dann, Herr Handzeichen, oder? Bitte? Wo ist die Frage? Ich will nur wissen, weiß einer von euch, die drei Säulen, wo die Rente des 21. Jahrhunderts sein soll, nach dem, was wir in Bochum vorschlagen? Ich kenne es nicht. Gut, du weißt es, das weiß ich. Ich kenne es nicht. Ich finde das BGE sowieso, also das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, den sollte man, meine ich, vorantreiben. Ich weiß nicht, wie weit der... Okay, gut. Das war der Hauptzeit, Herr Christoph. Ja. Nein, okay, ist die Frage beantwortet. Darf ich noch eine zweite Stelle begleiten? Flo ist erst dran. Ja, erstmal meine Standardfrage. Welche zwei Ausschüsse könntet ihr euch vorstellen, im Landtag zu übernehmen? Was befähigt euch dazu und was habt ihr in diesem Bereich schon für die Piraten oder innerhalb der Piraten getan? Einfach mal alle. Wunschreihenfolge. Von links nach rechts. Ja, bei mir ist es relativ eindeutig. Es ist zum einen natürlich der Ausschuss für Forschung, Hochschule und Kultur. Was ich dort für die Piraten geleistet habe, ich habe unsere Kulturposition hier in Bayern zur Kulturpolitik zusammen mit der Tina geschrieben. Die ist auch bereits vom Parteitag sozusagen beschlossen worden. Was die Hochschulpolitik angeht, ich habe an der Hochschule hier in München studiert. Ich war dort sowohl in der Fachschaft aktiv als auch bundesweit damals im Dachverband der Studierenden der Musikwissenschaft, ein Jahr Generalsekretär und einmal der Vorsitzende im Bundesverband, kenne also auch die studentische Seite und arbeite seit 12 Jahren an der Uni als Angestellter, kenne also auch die Mitarbeiterseite. Das heißt, ich bin auch in der Hochschule durchaus vernetzt und kenne auch die Probleme, die da auftauchen. Womit wir auch zum zweiten Ausschuss kommen, der bisher, glaube ich, bei den Piraten noch nie genannt worden ist. Ich denke nämlich, aufgrund meiner langjährigen Arbeit im öffentlichen Dienst bin ich auch für den Ausschuss öffentlicher Dienst recht gut geeignet, weil ich mir schlicht und einfach die ganzen Probleme dort aus eigener Erfahrung kenne. Ich kenne mich da gar nicht so aus, muss ich gestehen. Wenn ich jetzt höre, womit, also was das betrifft, Kultur auf jeden Fall, denn ich habe ja vorhin nicht gesagt, dass ich selbst Dokumentarfilme gemacht habe, eine Edelfeder war im deutschen Journalismus, Quereinsteiger, und mich immer kulturelle Belange interessiert haben. Was die Hochschule angeht, da bin ich in der Diskussion mit dem Julian Niederrümelin, der ja im Bereich der Münchner Universität die Philosophie leitet und der absolut gegen das Bologna-Modell ist. Und insofern habe ich ein bisschen Bezug dazu, aber so konkret wie du kann ich das nicht sagen. Also. Oh je, jetzt bin ich schon die Dritte, die Wissenschaftsforschung und Kultur sagt, mit einer klaren Betonung auf Kultur, weil das ein Bereich ist, in dem ich mich eigentlich gut auskenne.
Und der zweite Ausschuss hieß, soweit ich weiß, Ernährung und Landwirtschaft. Und hat die Gründe, die ich schon angeführt habe, ich komme aus der Landwirtschaft. Ich denke, ich kann vieles davon nachvollziehen. Also meine beiden Ausschüsse, für die ich mich besonders interessieren würde, der eine ist der Ausschuss für Eingaben und Beschwerden, der sogenannte Petitionsausschuss, denn speziell dort werden Baurechtsfragen behandelt. Da geht es also um alle Bau- und Wohnungsangelegenheiten und vor allen Dingen auch die Ortsbesichtigungen für Baugenehmigungen werden durch diesen Ausschuss durchgeführt. Das zweite ist auch wieder Martin, Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes. Da spielt jetzt wieder das Rententhema mit rein. Zu unseren Zielen gehört ja auch von der AG 60 Plus, dass wir den Beamtenstatus aufheben wollen. Wir wollen also, dass die Beamten auch einzahlen und das Besoldungsrecht und das Beamtenrecht gehört eben zu diesem Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes, deswegen würde ich mich dafür gerne engagieren. Und als dritten gäbe es einen noch, der allerdings so extrem kompliziert ist, da ich nicht weiß, ob ich dafür wirklich kompetent bin. Das ist der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, der extrem viel umfasst. Aber unter anderem ist ihm auch unterstellt das Innenministerium und zwar dort eben die oberste Baubehörde. Und die oberste Baubehörde ist eben zuständig auch für die öffentlichen Baudarlehen. Und speziell dieser Bereich wäre dann eben auch interessant. Das wären die drei. Also ich kann mir gut vorstellen, in den Ausschuss für Kultur zu arbeiten, weil wie gesagt, da gibt es ein bisschen Probleme in München. Ich würde auch weiterhin so ähnliche Projekte unterstützen, wie sie jetzt gemacht haben in der Funkkaserne, ehemaligen Dommagstraße, wo sie ein sehr schönes Zentrum für Künstler, die Bilder malen und sowas gemacht haben. Also so Sachen und dann Sportvereine und halt normale Vereine, das wären also eigentlich meine Bereiche. Ja, jetzt eine Frage. Einige von euch leben in Schwabing, ja, und haben einen Bezug dazu. Und die Wähler von Schwabing sollen ja jemand, also stelle ich mir vor, man wählt ja den aus seinem Viertel, der einen Bezug dazu hat und so. Gibt es welche, die nicht hier in Schwabing wohnen, die sich woanders, die sich hier bewerben und warum? Warum dann hier und nicht in da, wo ihr zu Hause seid, eure Wurzeln habt? Das sind nur die, die nicht in Schwabing wohnen. Ja, wer in Schwabing wohnt, ist klar, der ist hier für die Bürger hier, der kennt die Probleme von Schwabing und okay. Wer nicht in Schwabing. Jetzt war Wurzeln vorgeschlagen. Ich wohne in Schwabing. Ich wohne in Schwabing. Ja. Seid ihr jetzt hier in Schwabing wohnt oder in diesem Wahlkreis? Aber warum nicht da, wo ich lebe, wo ich praktisch für die Bürger die Probleme kenne, warum woanders? Ich wohne in Giesing seit knapp über einem Jahr. Davor wohnte ich ganz an der Grenze zu Schwabing in Neuhausen für 3 Jahre und davor wohnte ich in Schwabing. Okay. Also ich wohnte teilweise in der Karlsruher Straße, ich wohnte in der Wilhelm-Herz-Straße, ich wohnte auch in der Tenkstraße. Ich kenne Schwabing. Okay, danke. Bist du? Ich wohne in Schwabing. Du bist 104. Ach so, 104, okay. Ich wohne also hier in der Clemensstraße seit 30 Jahren in Schwabing und natürlich... Wer in Schwabing wohnt, ist okay. Ja, das ist ein Stimmkreis. Aber Neuhausen und so, das ist alles mein Vorort ungefähr, dann das ist schon hier der Kreis. Ja, und noch eine Frage an Nadine. Ja. Du hast Landwirtschaft genannt, ja, das ist auch ein Schwerpunkt bei dir wäre. Ja. Bist du in der AG Landwirtschaft oder wir bei den Piraten oder... Nein, aber ich würde mich mit dazu setzen. So falls es gut ist. Danke. Flo? Ja. Mauri, du hast gesagt, du würdest vor allem im Wohnungsbau, das ist ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt. Ist das nicht eher ein kommunales Thema? Welche Aspekte davon sind wirklich Landesthema? Landesthema sind die öffentlichen Baudarlehen. Ja, aber die viele andere Sachen, die du gesagt hast, sind ja kommunales Thema. Gibt es außer Baudarlehen, das ist ja nur ein minimalstes Teil. Das ist ein relativ großer Brocken, der hier vom Land Bayern vergeben wird. Und das ist wirklich ein Haufen Geld. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass die jetzige Art der Förderung nicht unbedingt zielführend ist. Okay. Ich war vorher Wer von euch war schon in einer Ausschusssitzung und oder schaut regelmäßig die Streams vom Plenum an aus dem Landtag? Handzeichen. Ja, Handzeichen. Ich schaue mir die Streams an. Ich war in Ausschusssitzungen mehrfach.
Okay. Es wäre nur eine informative Frage gewesen, wie groß sind denn diese Wohnungsbaudarlehen, dass wir da Verhältnis bekommen? Also das bewegt sich in den hunderten Millionen. An alle Kandidaten, könnt ihr benennen, welchen Einfluss der Landtag in Bezug auf den Wohnungsbau, auf den städtischen Wohnungsbau hat? Stichwort Erhaltungssatzungsgebiete. Also das weiß ich leider nicht, da muss ich bei dem Thema ein bisschen passen, tut mir leid. Die Erhaltungssatzung legt die Stadt fest. Ja. Eben keinen. Das war jetzt leider nicht richtig. Sorry. Kann ich dir auch nicht sagen, leider. Also ich müsste raten, es ist auch nicht ganz mein Thema. Ich weiß, dass es, was die Baumaßnahmen angeht, lediglich der Denkmalschutz, da hat natürlich das Land mitzureden. Und auch, es gibt natürlich Landesgebiete hier wie den Englischen Garten, der fällt in die Schlösser und in die Schlösserverwaltung. Da haben Baumaßnahmen natürlich das Land was mitzureden, aber ansonsten weiß ich da auch nicht viel drüber. Wolltest du kurz aufschlüsseln? Ja, ich löse auf. Die Stadt legt zwar die Erhaltungssatzungsgebiete fest, aber sie unterliegen zum Teil der Zustimmung des Landtags. Und da gab es eben in der Stadt München sehr viele Probleme in den letzten Jahren, weil nämlich die CSU-Regierung im Landtag eben manche Dinge abgelehnt hat. Okay, danke. Christa? Ah. Die andere Christa, genau. Ich stelle die übliche Frage, damit die nicht fehlt, und die an alle. Wie vereinbart ihr eure Kandidatur mit eurem Beruf oder später auch Einzug in den Landtag? Erste Frage. Zweite, wie steht ihr zu Nebeneinkünften? Also zu Nebeneinkünften, da habe ich noch keine Erfahrung gemacht, wie seine kleine mit Bavaria Filmstudios und so, aber wie gesagt, das waren nur kleine Summen und ich weiß nicht, wie das dann weiter abläuft, was und wie. Und naja, bei mir ist das so, ich bin bei der Stadt München beschäftigt, wir haben ja Gleitzeit und ich kann auch manchmal, auch wenn ich genug Einheiten habe, auch unter der Woche nicht immer Freitag schon mal um 12 Uhr Feierabend machen, also daher gesehen, es würde dann bei mir gehen. Also ich habe, bevor ich mich natürlich hier zur Wahl gestellt habe, mit meinem Partner gesprochen, jetzt geschäftlichen Partner, und bin mit ihm darüber einig, dass ich dann für 5 Jahre aus der Firma aussteigen würde, also meine Arbeit ruhen lasse. Vor allen Dingen habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen, was natürlich auch eine zeitliche starke Belastung ist, und haben auch hier das Plazet geholt, dass ich auch wirklich voll meinen Einsatz für die Partei bringen kann. Nebeneinkünfte sind zu veröffentlichen, sind transparent zu machen, und ich für meinen Teil werde jegliche Nebeneinkünfte spenden. Ja, ich bin zurzeit freiberuflich tätig. Der Hauptteil meiner Einkünfte entsteht eigentlich aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Sobald ich im Landtag wäre, würde ich die Tätigkeit weiterführen, mich allerdings nicht mehr bezahlen lassen dafür. Ich bin Rentnerin und außer 3 Jahren mal zwischendurch war ich immer freiberuflich tätig. Also ich kann immer meine Arbeit selbst einteilen und bin dadurch auch völlig frei. Und zum Zweiten, die Nebeneinkünfte würde ich natürlich transparent machen. Ich finde, eigentlich sollte man möglichst keine haben, denn das wird wahrscheinlich sehr viel Arbeit erfordern. Was die Nebeneinkünfte angeht, die würde ich natürlich auch veröffentlichen, das ist ganz klar. Ich glaube, da braucht man bei uns Piraten nicht groß rumfragen. Was einen Job angeht, da habe ich mit meinem Arbeitgeber gesprochen, über vor allem die Wahlkampfzeit. Ich werde dort freinehmen, zumindest mal die letzten 6 Wochen vor der Wahl, das ist mit ihm abgesprochen. Er erkundigt sich gerade, wie das am besten machbar ist, von wegen freinehmen und so weiter, aber er deckt mir da den Rücken. Meine Partnerin, meine Verlobte deckt mir den Rücken, von dem her haut das hin, ja. Und ich arbeite im öffentlichen Dienst, und demher ist auch eine Rückkehr irgendwann mal auch, sollte zumindest möglich sein. Die Erfahrungen jetzt von der Landtagsfraktion aus Nordrhein-Westfalen und Berlin zeigen, dass die Abgeordneten teilweise den Kontakt zur Basis verlieren. Wie wollt ihr das verhindern? Oder wie werdet ihr den Kontakt halten zur Basis?
Das muss ich machen. Das ist eine ganz schwierige Frage, weil man kann es, glaube ich, erst wirklich dann sagen, wenn man dort arbeitet und auch wirklich abschätzen kann, wie man dort arbeiten muss. Ich denke, zum einen ist die Fraktion als Gesamtes geplant, dass man tatsächlich eine gläserne Fraktion bildet, wie wir es ja bestimmt alle vorhaben, indem man auch wirklich regelmäßig nicht nur die einzelnen Gruppierungen aus ganz Oberbayern oder ganz Bayern einlädt, in die Fraktion zu kommen, sondern auch wirklich regelmäßig mit ihnen Kontakt hält. Ob das jetzt durch Fraktionsbüros wirklich über ganz Bayern hinweg verteilt oder in unserem Fall jetzt hier für unseren Wahlkreis in Oberbayern verteilt gemacht wird oder auch welche, das wäre, denke ich mal, auf alle Fälle eine Pflicht, dass man dort wirklich immer Präsenz auch zeigt, um ansprechbar zu bleiben. Was einen Terminkalender angeht, denke ich, sind gerade bei kleineren Fraktionen, die wir dann im Landtag sein werden, der so eng gepackt, dass man, glaube ich, tatsächlich gucken muss, wie man das machen kann. Weil ich glaube nicht, dass irgendeiner der Fraktionsmitglieder bei uns hier unter zwei Ausschüssen wegkommt. Da wird man definitiv kaum aus dem Arbeiten rauskommen. Von dem her wird es tatsächlich schwierig. Ich denke, das wird aber auch eine Sache der Mitarbeiter der Fraktion werden, die nicht ein Mandat haben. Und da ist glücklicherweise der Bayerische Landtag sehr gut mit Mitteln ausgestattet für Mitarbeiter der Fraktion. Also ich finde zwar einerseits, dass uns ein bisschen die Köpfe fehlen, also da, aber letzten Endes ist für mich diese Basisgeschichte total wichtig. Und ich denke, wenn ich in einem Landtag sitze, dann müsste ich das Gefühl haben, dass genau diese Basis in meinem Rücken ist. Und mit der möchte ich also ständig einen Kontakt haben, da würde ich die Tools benutzen. Ich bin zwar bisher dann noch sehr dilettantisch unterwegs mit den Tools, aber immerhin Mumble und Mailinglisten kann ich schon, und das wäre für mich also ganz wichtig, diesen Hinterhalt ständig zu befragen, den zu informieren und diesen Kontakt zu halten. Tja, das ist, wie Martin bereits sagte, wahrscheinlich ein Thema von, wie viel Zeit habe ich dann, wenn ich wirklich im Landtag drin sitze und Ausschüsse besetzen muss. Andererseits, wir haben das Pirate Feedback, das ist genau das Instrument, das wir einsetzen müssen, um Meinungsbilder zu erzeugen. Das andere, tschüss. Happy Voting. Danke. Das andere ist dann natürlich der persönliche Kontakt, und so wie es mir geht, ich bin gern hier, ich bin gern unter Piraten, und ich werde natürlich jede Gelegenheit nutzen, den Kontakt zur Basis zu suchen, einfach auch, weil ich gern unter Piraten bin. Das meiste haben ja die Vorredner schon gesagt. Was ich plane, wäre eine zusätzliche Mumble-Sprechstunde, wo man wirklich regelmäßig einmal die Woche, wenn es die Zeit hat, auch zweimal die Woche eine Sprechstunde im Mumble einrichtet, wo man sich den Fragen stellen kann und soweit die Zeit halt auch wirklich hergibt, durch die Lande reisen, auch durch ganz Bayern, durch Oberbayern reisen und schauen, wo man halt überall noch die Leute treffen kann. Also ich werde mich bemühen, Kontakt zur Basis nicht zu verlieren. Das heißt, auch öfters mal, wie ich das auch jetzt mache, mich bei den Piraten sehen zu lassen. Nur ein Problem ist da, dass es immer anderes kommt, als man möchte. Und das ist überall so, gibt es diese Probleme. Und da muss man halt trotzdem schauen, dass man irgendwie den Weg findet zu der Basis und so weiter. Auch wenn es manchmal sehr schwierig ist, was und wie, aber gut, das ist halt ein Kampf und da muss man halt durch. Okay. Wenn ich richtig aufgepasst habe, hat sich keiner von euch dazu erklärt, im Innenausschuss mitzuarbeiten. Ich denke, dass ich... Weil ich denke, dass es sehr wichtig ist für die Piraten in Bezug auf das Polizeiaufgabengesetz und die Transparenz bei der Polizei. Wie steht ihr dazu? Alle. Fangen wir nochmal zu machen. Naja, ich denke, wir sind vor allem auch dafür da, dort mitzuarbeiten, wo wir Ahnung haben. Und wenn ich jetzt auch tatsächlich Kandidaten sehe aus anderen Stimmkreisen, auch aus anderen Bezirken, dann gibt es durchaus schon Kandidaten und auch schon Stimmkreisbewerber, die dort sehr gut, die einerseits in ihren Bezirken auch aussichtsreich sind und andererseits auch sehr gut in den Innenausschuss kommen, wenn ich nach Nürnberg gucke, wenn ich nach Oberfranken gucke mit dem Ben Stöcker. Da gibt es genügend Leute, die da durchaus mitarbeiten können und die Ahnung haben. Da lasse ich da lieber gerne denen den Vortritt. An sich, ich gebe dir recht, das ist eine wichtige Sache. Ich habe den Eindruck, dass es zu viel Polizei gibt in Bayern.
speziell in München. Das ist jetzt ein Eindruck, der ist vielleicht sehr subjektiv. Aber zum Beispiel insofern wäre das jetzt mein Berührungspunkt, um mich da einzuarbeiten, weil in anderen Gebieten, anderen Städten ist es nicht so wie hier. Danke. Ich habe mich ja für andere Ausschüsse bereit erklärt zu arbeiten. Es ist jetzt nicht direkt mein Thema. Ich habe ein paar Geschichten, die Innenausschuss sein könnten, durchaus beackert. Bayern-Trojaner ist auch eins dieser Themen. Allerdings, und da gebe ich Martin recht, sollten das dann tatsächlich Leute machen, die da ein bisschen beschlagener sind als ich. Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass das einer der Ausschüsse ist, für den ich mich interessiere, allerdings jetzt nicht speziell in dem Bereich Polizei. Und da stimme ich zu, da gibt es auch andere, die das, die Thematik besser kennen. Von denen kann ich mich entweder briefen lassen oder die anderen, da kümmern sich darum. Aber generell ist das ein Ausschuss, der höchst interessant ist, aber auch extrem vielfältig. Das ist zwar ein sehr wichtiger Ausschuss, stimmt schon, gebe ich zu, aber ich bin auch der Meinung, dass das lieber Leute machen sollten, die da mehr Ahnung haben. Und ich habe da leider nicht so viel Ahnung wie von Kultur, Sportvereinen und allen anderen Vereinen und so weiter, weil ich schon in gewissen Vereinen auch tätig war. Und naja, da würde ich lieber das machen, wo ich mehr Ahnung habe. Gut, eine letzte Frage. Okay, jetzt ist so. Vorhin ist geredet worden über Nebentätigkeiten und Transparenz und dass man das offen lebt. Der Martin hat ja vorhin das so schön gesagt, dass man da eine 24-Stunden-Arbeit hat als Landtagsabgeordneter, speziell weil man ja was für die Bürger macht, Partei im Rücken dann mit damit. Ja. Stellt sie euch vor, dass wärt ihr dem aufgeschlossen, wenn ihr noch eine Nebentätigkeit hättet, ja. Aber dann frage ich mich natürlich, wie das mit der Zeit zu vereinbaren ist. Oder sagt er, wenn ich der im Landtag bin, dann stürze ich mich ganz auf die Arbeit und konzentriere mich drauf und ich lehne ab, dass ich eine entgeltliche Nebenbeschäftigung, also eine ehrenamtliche oder sowas ähnliches habe. Aber eine entgeltliche Tätigkeit werde ich nicht annehmen in dieser Zeit oder ist grundsätzlich das offen? Also drei Lagen. Also ich würde das natürlich nicht annehmen, das ist ja ganz klar, weil wenn man irgendwo im Landtag ist, da muss man sich auf den Landtag konzentrieren und man kann nicht tausend Sachen nebenbei machen. Genau. Also grundsätzlich, wenn man in den Landtag gewählt wird oder ich gewählt werde, ist das meine Hauptaufgabe. Aber wenn man natürlich in dem Themenbereich, in dem man sich auskennt, irgendwo eingeladen wird und dafür wird man bezahlt, das hat mit seiner politischen Tätigkeit zu tun, dann gilt das, was ich vorher gesagt habe, dann mache ich das natürlich auch, aber eben nicht entgeltlich, sondern nehme das Geld und spende das entsprechend. Zu 100%? Zu 100%. Ich arbeite in einem Bereich, wo die Nebeneinkünfte im Grunde genommen überhaupt keine Rolle spielen, weil du meistens nicht gezahlt wirst. Das heißt, wenn ich mal irgendwo eingeladen werde, um eine literarische Lesung zu halten, werde ich das natürlich machen, ich kriege eh kein Geld dafür. Aber entgeltlich nicht, beziehungsweise... Du kriegst eh nichts dafür. Nein, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Da kommt irgendwas, macht jemand ein Angebot und dass du sagst, meine Zeit ist der Landtag. Da ist mir dann der Hauptjob doch wichtiger. Okay, gut. Ich brauche keine Nebeneinkünfte und würde das völlig nicht machen. Ich habe bisher keine Ehrenämter oder weitere Zusatzämter, wo ich Geld kriegen würde. Ich würde mir auch keine weiteren Ämter aufladen. Da haben wir ordentlich genügend zu tun, denke ich mal. Ich persönlich nicht. Wenn es andere Abgeordnete anders entscheiden, weil sie mehr Energie haben oder sowas, liegt das aber meines Erachtens in ihrem Interesse. Gut, alle einsame Antworten. Bin ich stolz darauf. Einfach mal Hand aufheben bitte. Wer von euch kandidiert auch für den Bezirk oder würde auch für den Bezirkstag kandidieren? Okay. Und an die anderen drei, wieso nicht? Kurz. Ich weiß letztendlich nicht so viel, ich habe schon gefragt, aber das schien mir dann nicht so interessant zu sein, um das, was ich jetzt tue, wirklich zu streichen. Also Landtag wäre dann das Richtige, glaube ich.
intuitiv mehr. Okay, ich habe mir das mal angeguckt, tatsächlich neulich, als Bezirksratskandidaten gewählt wurden. Habe dann festgestellt, das sind Bereiche, in denen kenne ich mich nicht wirklich aus oder ich möchte mich dort nicht reinarbeiten, wie zum Beispiel Heimatpflege, möchte ich nicht wirklich. Soweit ich weiß, solltest du, wenn du in den Bezirkstag reinrutscht, tatsächlich auch dezidiert Fachkenntnisse haben. Die habe ich nicht. Leider. Ich werde deswegen nicht für den Bezirkstag kandidieren, weil dort, weil ich teilweise in Gewissenskonflikte kommen würde. Das liegt daran, dass im Bezirkspartei oder im Bezirkstag auch eben größtenteils hier in Bayern auch die psychiatrischen Krankenhäuser behandelt werden. Die Familie, aus der ich komme, hat einen sehr großen Background da. Wir haben in der Familie ein solches Krankenhaus und je nachdem, wie ich da entscheide, kommt entweder so, dass ich denke, ich müsste eventuell zugute des Krankenhauses entscheiden oder ich muss entscheiden und der Familienbetrieb leidet drunter. Das sind Konflikte, die ich persönlich einerseits nicht haben möchte und zum anderen genau dem widersprechen wir, was für Piraten nämlich da sind, dass wir nämlich die Wirtschaft und die Politik komplett aussperren wollen. Deswegen kann ich meines Erachtens nicht für den Bezirkstag kandidieren. Landtagsabgeordneter? Ich habe mich vorher ganz kurz, wir haben relativ viel über Sachthemen geredet, um was es hier alles ging und es ist wieder interessant, was es da alles auf Landesebene geht. Glaube ich ja nicht darum, dass es bei den Piraten geht. Derzeit steht die Frage über oder unter 5%. Das ist die eigentliche Frage und es ist schön, eure alle Sachthemen und auch die gefragt wurden. Für mich ist die entscheidendere Frage, wenn es über 5% kommt und es wird haarig in Bayern, sprich, es ist ja die große Frage, gibt es einen Machtwechsel nach gefühlten 100 Jahren CSU, kann sowas in die Richtung gehen und man weiß auch noch nicht, wie sowas rausgeht. Wo würdet ihr euch sehen oder welche möglichen politischen Koalitionen würdet ihr euch vom Herzen her wünschen? Ich weiß, man soll jetzt da keine Zahlenspiele machen, ob es mit den Freien Wählern oder mit den Grünen oder gleich mit Schwarz, wie auch immer, aber einfach mal so eine Aussage, dass ich weiß, okay, es könnte nächstes Jahr ein bisschen eine Rechnerei werden nach den Landtagswahlen. Aussage dazu wird auch anders sagen, oder ihr sagt zum Beispiel, wer ist euer Wunschkoalition? Das war das die Frage, mit wem könnt ihr euch eine Koalition vorstellen? Du kannst auch offen beantworten, so nach dem Motto, naja, ich gebe jedem, der nicht oder sowieso hat, oder einfach drei Buchstaben wieder. Das ist die Frage, die halbwegs fokussiert ist. Also ich würde mir die Koalition mit den Grünen vorstellen und zwar aus einem einfachen Grund, weil bei Gründung der Partei war da bei einigen Veranstaltungen, die wollten, dass ich Mitglied werde, ich habe die Mitgliedschaft abgelehnt und naja, jetzt bin ich bei euch gelandet und nachdem das auch die Partei ist, die eventuell auch die Zusammenarbeit mit Piraten machen würde und so weiter, deshalb bin ich dafür. Ich unterstütze alles, was dazu führt, dass die CSU hier von der Macht wegkommt. Tja, das ist eine schwierige Frage. Ich würde, wenn es ums Thema Asylpolitik geht, relativ klar dazu tendieren, sich mit den Grünen zusammenzutun. Und zu den meisten anderen Themen, ja, das ist schwierig. War früher mal ein SPD-Wähler, aber mittlerweile traue ich den Brüdern nicht mehr so richtig. Ich weiß es nicht. Ja, aus meiner Geschichte heraus würde ich sofort die Grünen sehen als Möglichkeit, aber auch die Freien Wähler vielleicht. Und irgendwo auch die ganz weit hinten die SPD, aber mir das Wesentliche wäre, dass die CSU mal endlich nach diesen vielen Jahrzehnten nicht mehr das Sagen hat hier in Bayern. Sofern wir mit den Grünen zusammen eine absolute Mehrheit haben, gerne eine Koalition zusammen mit den Grünen. Ich finde die CSU schlimm. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass eine SPD unter Ude, wo man den Filz hier in München mich genauso sieht wie bei der CSU in Bayern, dass das auch nur viel besser ist. Deswegen plädiere ich ganz stark dafür, wenn wir in den Landtag kommen, erst einmal zu lernen und erstmal wirklich Opposition zu sein und ganz genau gucken, wie der Hase dort läuft und den eventuell eben themenbasiert mit den einen oder mit den anderen zusammenzuarbeiten.
Aber erst einmal lernen, in einer Koalition würden wir aufgerieben werden, sofort. Ja, ich habe eine ganz einfache Frage, und zwar kann mir jeder mit einem Nebensatz den Satz vollenden, ich kandidiere weil. Ich kandidiere, weil ich auch in anderen Verbänden engagiert war und mich Politik interessiert, und unsere Familie hat früher mit Politik auch was zu tun gehabt. Ich kandidiere, weil ich Wahlkampf machen möchte und mit den Piraten die 5%-Hürde knacken will. Ich kandidiere, weil ich unsere Themen im Landtag bringen möchte. Ich kandidiere, weil ich glaube, dass die Piraten die Menschen der Zukunft sind, dass wir neue Themen aufmachen. Und selbst wenn wir nicht in den Landtag reinkommen, den Impact, die Ausstrahlung, die unsere Themen auf die anderen Parteien haben, das finde ich gigantisch gut. Und das ist auch der Grund, weshalb ich... Und ich will in den Landtag... weil ich mit euch den Wahlkampf richtig wuppen will, weil ich richtig reinhauen will und weil ich danach persönlich auch Bayern verändern will, und zwar zum Besseren. Wie Klaus schon vorhin gesagt hat, wir stehen schon seit einigen Umfragen teilweise deutlich unter 5%. Welche Aktionen habt ihr geplant? So, ab welchem Zeitpunkt würde mich dann auch interessieren, damit wir Piraten tatsächlich eine Chance haben, auch die 5% zu erreichen? Ich glaube, dass wir mit, ähnlich wie das Obama gemacht hat übrigens, man muss hin, und du hast es auch, Martin, vorhin gesagt, wir müssen zu den Leuten gehen, wir müssen sehr viel mehr Kontakt, also aus dem Schneckenhaus Piraten rausgehen. Und außerdem finde ich, müssten wir eben wirklich piratische Themen mehr verstärkt in Umlauf bringen, und das, ja, glaube ich, wird uns weiterbringen. Also piratisch meine ich dann auch die Internet-Themen, die Kernthemen der Piraten nochmal verstärkt. Etwas konkreter. Was? Zum Beispiel finde ich WLAN in ganz München unbedingt, und zwar kostenlos. Ich möchte eben diese piratische Seite verstärken, und die kommt ja bisher, schläft München in der Richtung, habe ich den Eindruck. Und da würde ich mich mehr für einsetzen, sagen wir mal, weil es auch noch nicht da ist. Ne? Als eine von den Ideen ganz konkret, wir haben hier in Schwabing ein Wunder, etwa 10 Wochen vor der Wahl, einen wunderbaren Wahlkampfauftakt, Endwahlkampfauftakt, nämlich den Corso Leopold, wo wir als Parteien auch dastehen können. Und dort können wir mal die Transparenz, die wir fordern, den Bürgern wirklich nahebringen, indem wir beispielsweise an unseren Infostand nicht einfach nur Flyer verteilen und stehen, sondern den diesmal aufbauen wie eine transparente Fraktion, indem wir die Möglichkeiten, die wir haben, wie sie beispielsweise die Berliner schon haben mit dem Redmine und so weiter, dort vorstellen, dort den Bürgern direkt präsentieren, sodass sie sehen können, so könnt ihr nachher auf uns gucken, so sieht das nachher aus, wenn wir im Landtag sind, und damit könnt ihr dann direkt auf uns Einfluss nehmen, um den Leuten das direkt zu erklären. Damit wird es vom Abstrakten in die Realität kommen. Tja, ich bin einerseits Bündnisbeauftragte für den KV München, das heißt, unter anderem organisiere ich auch Demonstrationen mit, und was mir dann wichtig ist, ist die Piratenbeteiligung, und zwar so, dass wir zu sehen sind. Das andere, was Martin schon gesagt hat, ist klar, Corso Leopold, das ist wichtig. Infostände sind genauso wichtig und werden auch gebracht werden müssen. Und ich habe noch was Spezielles vor. Wir haben hier diese Geschäftsstelle, die wir auch für Veranstaltungen nutzen können. Und ich habe definitiv vor, unter anderem auch literarische Veranstaltungen in der Geschäftsstelle zu machen, um auch zu zeigen, wir hocken nicht nur im Internet, wir unterhalten uns nicht nur per Tastatur, wir machen auch kulturell was. Ich hatte es ja eingangs bei meiner Rede schon gesagt, Infostände, mittlerweile können wir sie zu zweit aufbauen, alleine wird schon ein bisschen schwierig. Bei Wind und Wetter, wir sind also mittlerweile schon regenerprobt, die nächsten 3 im Dezember stehen schon wieder an,
die hat der Herbert schon wieder organisiert. Das heißt, für uns und für mich beginnt der Wahlkampf, hat eigentlich schon begonnen. Das heißt, raus auf die Straße zu den Leuten hin. Ich persönlich würde natürlich noch entsprechend mich engagieren, dass wir Flyer drucken, dass die in den Haushalten eingeworfen werden. Ich bin mir nicht zu schade, auch Klingel zu putzen und dass man abends halt rumgeht, bei den Leuten klingelt mit dem gesamten Wahlkampfteam und so viele Leute versucht anzusprechen, um einfach zu kommunizieren, was sind wir für Menschen, was wollen wir Piraten, um einfach die Leute, die man anspricht, als Kommunikatoren auch auszunutzen. Dann natürlich den Stammtisch organisieren, auch versuchen, immer an die Bürger ranzugehen, sachbezogen auf Podiumsdiskussionen, so viel als möglich. Natürlich auch die Presse, die haben wir jetzt auch hier einzubinden. Wir müssen uns in der Öffentlichkeit zeigen und Stimmen sammeln. Das ist unser Hauptziel und zwar nicht nur am Wochenende oder irgendwann am Abend, sondern wirklich das ganze Jahr jetzt. Wir müssen über diese 4% rüber und nicht nur 4, wir standen ja teilweise schon deutlich über 10%. Davon träume ich zwar, aber der Traum kann ja vielleicht auch in Erfüllung gehen. Und speziell hier in dem Stimmkreis 108, da haben wir Leute, die uns wählen können. Hier ist es, hier geht es eng zu. Der Späne, glaube ich, hatte 29,7%, die von der SPD hatte 1% drunter. Also hier können wir wirklich was erreichen, aber dazu müssen wir raus. Und die ich hier alle sehe, die machen mit. Also wir müssen natürlich Infostände machen, das ist ja ganz klar. Verschiedene Veranstaltungen, auch eventuell wie zum Beispiel nur für Vereine und so, und unser Programm präsentieren. Und wie schon auch manche vor mir gesagt haben, draußen die Leute mehr ansprechen und diskutieren und so weiter, weil vor nichts kommt nichts. Wie steht ihr zur Trennung zwischen Parteiamt und Abgeordnetenmandat? Zwei von euch betrifft es direkt, aber ich hätte gerne die Meinung von allen. Gehe ich als Amtsträger mal her. Wir werden im Mai Vorstandsneuwahlen haben und ich werde nicht mehr antreten, wenn ich Kandidat bin. Ich werde nicht mehr antreten, sofern ich Kandidat bin. Wir haben keinen weiteren Amtsträger. Nee, Martin ist es nicht mehr. Ich war. Ach, du warst, Entschuldigung, dann aber die meine Große von allen, ja. Kurzes Statement. Klare Trennung für mich. Ja, also als Abgeordneter. Kein. Das eine oder das andere, ja. Genau. Bei mir auch klare Trennung, weil man sollte nicht das machen, was man nicht schafft. Ich glaube mal nicht, dass man beides machen kann. Also deswegen würde ich sagen, das eine muss man aufgeben, also das Amt hier. Ich denke, mit den Möglichkeiten, die man als Abgeordneter hätte, hätte man einen riesengroßen Vorteil gegenüber den anderen Mitbewerbern auf die Ämter von Landesvorstand und sonstigen Dingen. Deswegen bin ich auch ganz klar für eine Trennung von Amt und Mandat. Wie ja bei mir bei der Stimmkreisbefragung so schon rauskam, da kam dann der Güterrangierbahnhof oder sonst irgendwas heraus, was jetzt die Moserer bewegt. Was bewegt denn so die Schwabinger? Und das Unfaire an der Frage ist, ich jetzt eigentlich gern von jedem das Riesenproblem, was ich bei dieser Frage an alle ist, dass der Erste natürlich vom Leder ziehen kann. Deswegen sucht sich vielleicht jeder mal einen Punkt aus, damit die anderen vier Kandidaten auch eine Chance haben. Fangen wir mal beim Karol an und dann gehen wir. Also Probleme der Schwabinger sind die Verkehrssituation im Stadtteil Schwabing und so weiter. Also da musste man was machen, aber naja, gut, mal sehen, also was die Zukunft bringt und welche Entscheidungen man da treffen kann, damit das besser wird mit der Verkehrssituation, auch mit den Autos und sonstiges. Ich habe eine Thematik vorher schon angesprochen, deswegen lasse ich sie jetzt weg. Was mich noch speziell interessieren würde hier im Viertel, wäre die Vernetzung der Kunstmeile. Kennen vielleicht einige, dass man die auch wirklich vernetzen soll. Tja, was soll ich jetzt sagen? Was mich eigentlich im Speziellen interessiert, selber persönlich, ist jetzt im Grunde genommen, dass sie jetzt anfangen, zunehmend Brachflächen zu nutzen, um
Wohnbauflächen draufzustellen. Das ist jetzt, was mich als Schwabingerin bewegt. Und unter anderem auch so die Geschichte, dass in Schwabing, obwohl es eigentlich schon ein relativ hochklassiges Viertel ist, auch zunehmend gentrifiziert wird. Also die Geschichte mit der Schwabinger 7, dann jetzt entsprechend auch die Geschichte damit, dass diese Bombe da jetzt hochgegangen ist und dass die Sachen mit der Entschädigung eigentlich auch immer noch im Schwange sind und noch nicht gelöst. Also mir scheint es so zu sein, dass in Schwabing immer noch unheimlich viel Wohnungen, also billige Wohnungen gekauft werden von Investmentleuten und die dann hochgemotzt werden und wahnsinnig teuer sind und zu Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Und ich finde, dass da macht die Stadt überhaupt nicht genug, auch in anderen Vierteln nicht. Aber in Schwabing ist es ein besonderes Problem, scheint mir. Nachdem in Zentralschwabing wurde ja eben gerade schon die Wohnungssituation genannt, es gibt in Nordschwabing, auch in Freimann, was ja auch zum Stimmbezirk dazugehört, ein ganz großes Problem. Das ist nämlich die Planung von der neuen Verkehrsanbindung Nord, was sehr stark die Gemüter erhitzt, so stark, dass dort beispielsweise auch in anderthalb Wochen, zwei Wochen am 4. Dezember eine außerordentliche Bürgerversammlung stattfindet, wo die ganzen Konzepte da besprochen werden, vorgestellt werden. Es geht um eine eventuelle, also es ist dann natürlich auch mit Milbertshofen zusammen, es geht um eine eventuelle Erweiterung der Schleißheimer Straße, es geht aber auch um eine Weiterführung der S1, es geht um den Takt, Verengung vom Takt, es geht um weitere Autobahnanschlüsse etc. pp. Das ist, denke ich, eine ordentliche Sache, die Leute bewegt, denn ansonsten hätte es auch nicht diese außerordentliche Bürgerversammlung jetzt gegeben in zwei Wochen. Ja. Ich habe jetzt ja nur Mauri als Einzige gehört, der sagte, ich bin bereit, wirklich Klingeln zu putzen, und es ist nachweislich, hat sich auch bei anderen Wahlen gezeigt, ein Instrument, wo man ganz weit nach vorne kommen kann. Mich wundert etwas, dass die anderen das nicht auch gesagt haben. Obama hat mich doch genannt. Obama hat es ja auch von seinen Leuten machen lassen, das meinte ich jedenfalls damit. Ja, aber bei der Vorstellung, dass jetzt nicht der zweite zu der vierte kam, sagte ja, genau das habe ich auch vor. Das ist die Frage vorher. Das ist die Frage, wer wäre noch dazu bereit? Wer wäre noch dazu bereit, Klingeln zu putzen? Ja, Putzler Klingeln. Also alle, ja. Okay. Ich hätte eine Frage an alle. Welches Bundesland hat aktuell die Residenzpflicht abgeschafft? Die Residenzpflicht? Ja. Was heißt das? Das ist Politik ist. Ja. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Asylpflichtige haben keine Möglichkeit, sich frei niederzulassen. Es gibt ein Bundesland, das die Residenzpflicht abgeschafft hat. Das ist die Frage. Nein, keine Ahnung. Okay. Hessen. Okay. Ah. Das weiß keiner. Wo haben Sie noch die Todesstrafe? Mit welcher Frage fange ich an? Wahlkampf. Wie gut kennt ihr euer Gebiet? Welche Besonderheiten hat euer Gebiet, wo man eine besondere Aktion im Wahlkampf machen kann? Vielleicht von jedem Mal eine Idee, was speziell für euer Gebiet was wäre? Und warum genau in diesem Eck von diesem Gebiet? Wir haben sicherlich den Wahlkreis mit der höchsten Erstwählerquote durch diesen riesigen großen jungen Studierendenanteil. Von dem her kommt man mit pfiffigen Aktionen sicherlich weit. Wenn man zu alleine oder zu zweit, das könnte ich mir beispielsweise als Aktion vorstellen, auf dem Hesselower See ein Tretboot zu mieten und eventuell in Absprache mit einer schönen Plakat, mit einem schönen Piratenfahren den Hesselower See zu betreten. Größere Gruppe geht natürlich nicht, weil nämlich politische Werbung ansonsten eigentlich im Englischen Garten unerwünscht ist. Aber das wäre so eine nette Idee. Aber an sich ist ein großer Teil sicherlich die Erstwähler und die Jungwähler, die wir hier in dem Wahl- oder in dem Stimmkreis haben, der ganz bedeutend ist. Ich nehme auch an, dass du recht hast mit den Jungwählern. Ich glaube, ich würde am liebsten, weil ich es selbst am liebsten machen würde, so einen Flashmob machen auf dem Leopold Boulevard, also da piratische Happenings, das fände ich toll. Also da müsste man mal überlegen, kann ich so auf dem Stegreif nicht sagen, aber Happenings. Tja, die Besonderheiten des Wahlkreises. Es sind relativ viele alte Leute dabei, bei denen bin ich mir nicht so sicher, was ich mit denen machen soll, was die Studenten angeht. Es gibt jedes Jahr, und wir hören es immer, weil wir in der Nähe wohnen, das Tollwood. Und allerdings bin ich mir nicht sicher, ob dort Stände erlaubt sind. Aber ich würde versuchen, dort aufzutauchen. Ja.
habe mir jetzt konkret noch nichts überlegt, aber so spontan würde mir einfallen, was immer unheimlich gut sieht, ist, wenn man Stimmen für irgendwas sammelt, Unterschriftenaktionen zu machen, wie zum Beispiel jetzt gegen die Studiengebühren. Das hat ja unheimlich eingeschlagen, weil man einfach damit die Leute ranziehen kann mit dem aktuellen Thema. Ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Stimmensammler, ehrenamtlich noch für eine andere Organisation, zum Beispiel gegen die Finanztransaktion, also für die Finanztransaktionssteuer oder auch gegen die Spekulation mit Nahrungsmitteln. Und wenn sich ein piratiges Thema hier auftut, da Stimmensammlungsaktionen zu organisieren in dem Viertel, das bringt mit Sicherheit eine Menge, zieht eine Menge Leute und wahrscheinlich auch die Presse mit an. Also ich würde in der Ungarer Straße, da wo es unser Einkaufszentrum ist, Edeka und Aldi, einen Piratenstand machen, Blumen an die Passanten verteilen und auf jede Blume irgendwie so ein kleines Zettelchen mit ein paar gewissen Piratenpunkten, damit die unser Programm kennenlernen, weil ich glaube, das bringt auch Stimmen. Stichwort Bürgerversammlungen. Wer von euch war schon auf einer Bürgerversammlung und wie oft war sie schon auf einer Bürgerversammlung in Schwabing? Noch in Schwabing. Ich war Altstadt-Lehel, weil das eigentlich mein normaler Bereich ist, aber der Bereich in Altstadt-Lehel, wo ich wohne, gehört zum Stimmkreis 108, deswegen gehe ich aber normalerweise zum Altstadt-Lehel. Aber okay. Nur einmal oder? Öfters, wenn er halt ist. Ja. Okay. Einen Antrag auf Schließung der Hinterliste stellen. Ja. Wo hast du? Dann mache ich das immer. Wir haben einen Antrag auf Schließung der Hinterliste. Wer ist dafür? Hauptenhof. Gegenstimmen? Dürfen Kandidaten mitstimmen? Ja. Das ist möglich, was ich will, kommst du dürfen. Okay, Frau Fallitz, du hast einen Anteil auf Schlüssel der Hinterliste gehabt. Flo war drauf, Herbert war drauf. Hermann, okay. Sorry. Flo? Ich bin schon wieder dran. Die Frage geht an Mauri. Und zwar als einer der aktivsten in der AG 60+. Ihr habt eigene Plakate gemacht, ganz frei nach dem piratischen Mandat, allerdings mit für piratige Verhältnisse sehr provokanten Sprüchen wie "Wir haben die Antwort". Daran fanden relativ viele Leute Anstoß. Würdest du sowas wieder machen, auch als Kandidat, oder würdest du da eher eine breitere Menge befragen, auch außerhalb seiner kleinen Gruppe? Also das mit dem Anstoß hat mir persönlich keiner gesagt, muss ich in dem Zusammenhang wirklich erwähnen. Ich habe es von anderen gehört, dass sich Leute darüber aufgeregt haben. Ich fand die Plakate gut. Jetzt nachträglich gesehen, wenn ich merke, das stößt nicht auf Zustimmung, kann ich mir das als Landtagskandidat natürlich nicht mehr vorstellen. Dann muss ich auf jeden Fall alles, was ich tue, vorher mit der Basis abstimmen, ganz klar. Ich kann ja nicht eigenverantwortlich irgendwas machen und das im Namen der Piratenpartei, das geht nicht. Ihr habt euch vorher schon geäußert, was ihr so in Schwabing machen wollt, also war aber hauptsächlich kommunalpolitisch alles. Deswegen meine Frage, vor in den letzten 3-4 Jahren gab es ein Thema, wo der Landtag in die städtebauliche Kommunalpolitik in München eingegriffen hat. Wisst ihr das Thema? Ich weiß eines aktuell, aber... In Schwabing? Am Rande. Nein, ich meine Schwabing. Okay, dann sage ich es euch, das war die Straßenbahn durch den englischen Garten, ja? Ja. Moment, jetzt möchte ich aber das Statement nochmal, wenn ihr im Landtag seid, dann könntet ihr das beeinflussen. Wie wäre das ist die zweite Frage. Ja, das ist ja praktisch die Ergänzung davon, ja. Wie wir dazu stehen würden. Ja, genau. So, Tramba durch den englischen Garten. Durch, ja oder nein? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, wir haben die U6, wozu? Eben, braucht man. Nicht zerschneiden. Okay, das sind alle dagegen. Ja, eben. Ja, der Bus geht's auch. Also. Okay, ich danke den Kandidaten für die Antworten. Danke für die Frage. Danke für die Frage und ich liebe Markus. Ohne Oberleitung. So. Darf ich ganz kurz wieder Ruhe bitten? Dankeschön. Jetzt die obligatorische Frage. Möchte noch jemand kandidieren oder jemanden als Kandidaten vorschlagen? Das wäre jetzt die letzte Möglichkeit.
Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall, dann ist die Kandidatenliste damit geschlossen. Peter als Wahlhelfer und ich, wir teilen hier vorne dann gleich, wenn ihr mit der Stimmkarte vorkommt, die Stimmzettel aus. Da habt ihr die Möglichkeit, sind alle fünf Namen aufgelistet und ihr könnt bei jedem vorne ankreuzen, wenn ihr für den Kandidaten seid. Ihr habt, wie gesagt, da wir Approval Voting verwenden, die Möglichkeit, bei einem, bei zwei, drei, vier oder auch allen fünf Kandidaten ein Kreuz zu machen, je nachdem, für wen ihr seid. Also ihr könnt maximal fünf Kreuze machen. Wenn ihr alle Kandidaten ablehnen wollt, dann bitte einen leeren Stimmzettel abgeben. Ihr habt draußen die Möglichkeit oder auch im kleinen Nebenraum die Möglichkeit, eure Stimme in Ruhe abzugeben, ohne dass euch jemand über die Schultern schaut. Wenn ihr Wert darauf legt, dann nutzt bitte auch die Möglichkeit. Wenn die Stimmzettel dann ausgegeben sind, wird dann hier vorne, dann könnt ihr abgeben. Bitte hierher. Das ist jetzt meine 8. Aufstellungsversammlung in 3 Wochen. Ja, also man muss da halt durch, also es sind langwierige Sitzungen, es ist manchmal unangenehm, man muss sich selber auch in Themen beschäftigen, die man nicht als Schwerpunkt hat, um dann auch entsprechende Fragen an den Kandidaten zu stellen. Ich habe ja die ganze Zeit auch meinen Laptop auf dem Schoß gehabt, habe nebenher im Internet recherchiert, um dann ein paar Faktenchecks zu machen während der Vorstellungsrunde. Habe auch das während der Vorstellungsrunde Fragen entwickelt. Deshalb auch das Internet ganz wichtig. Also was hast du alles recherchiert? Aber da muss ich es ja, ich habe zum Beispiel das Buch von Karl Kammer nochmal nachgeschaut, was er geschrieben hat. Mit vielen anderen Themen hatte ich mich schon beschäftigt. Unter anderem der Wahlfall, auch für mich persönlich sehr wichtig ist, da ich Student bin, auch Hochschulvertreter und in diesem Gebiet schon sehr viel gemacht habe, kenne ich mich da durchaus aus. Ich wusste jetzt, im Gebiet hätte ich mir so viel mich vorbereitet. Wie viel fehlen noch? Ich habe vergessen mitzuzählen. Marco. Ja, ich weiß. Möchte noch jemand seine Stimme abgeben? Ich habe ja. Ja, das ist er. Ah, okay. Ein Hauler. Dann, ich bin nicht stimmberechtigt. Ich wohne in einem anderen Stadtkreis. Ich darf hier nicht abschließen. Aber ich bin auch schon Landtagskandidat. Möchte noch jemand seine Stimme abgeben? Okay. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann ist der Wahlgang beendet und wir zählen aus. Oder auch wenn es gültig ist. Das ist Hallo, du fährst ja mit? Ja. Sollen wir eine Kiste davon mitnehmen? So, wieso nicht? Okay, also wenn mir in Bochum das jemand abnimmt, dann nehme ich praktisch morgen den Honigmorgen für die Kiste. Was nimmst du für Flasche? Das kannst du in Bochum ordern. Zwei. Zwei. Also am Wochenende ist der Bundesparteitag in Bochum und da fahren relativ viele auch aus Bayern hin.
und ja, wie so üblich ist, man nimmt seine eigenen Sachen mit. Ein Bayern hat zum Beispiel sein Revier mit. Dafür fahre ich ja eigentlich nur mit dem Auto, um Getränke mitzunehmen. Ja, du hast du eigentlich. Ich habe vorhin mal durchgerechnet, das sind 8 Kisten Clubmate. Hast du schon geschaut wegen der Weihnachtsmate oder? Ich war noch nicht dort. Ich muss erst nach Germering rausfahren, aber normalerweise hat sie sie. Aber du bist heute jetzt auch im Auto da. Ich war morgen früh um 9 Uhr zum Ding. Jetzt bist du nicht mehr im Auto da. Wenn du morgen früh aufmachst, dann stehe ich dort mit dem Auto. Das Auto steht daheim. Ja, dann wurde ordnungsgemäß. Wir laufen zwar noch hin mit dem Auto, aber. Ach so, waren die schon im Keller? Nee, gleich. Offiziell darf ich nicht in die Innenstadt. Dann machst du das. Für die Vorbilder oder? Weil ich glaube, dann arbeitet sie auch. Ich bin auch längst nicht mal das Problem, aber in der Nähe von meiner zu Arbeit. Anfangen muss es eigentlich. Ja. Wir haben ein Ergebnis. Keins belohnen muss. Nein. Wir haben ein Ergebnis. Es wurden 8 Stimmzettel abgegeben. Davon waren alle gültig und keiner davon war leer. Auf Kandidat Nummer 1, Martin, entfielen 5 Stimmen. Auf Kandidat Nummer 2, Christa, entfielen 0 Stimmen. Auf Kandidat Nummer 3, Nadine, entfielen 4 Stimmen. Auf Kandidat Nummer 4, Mauri, entfielen 3 Stimmen. Und auf Kandidat Nummer 5, Carol, entfielen 2 Stimmen. Damit hat Martin. Gut, Martin, ich darf dich fragen, nimmst du wieder Land? Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich für euer Vertrauen, nehme die Wahl an und werde den Wahlkampf zusammen mit euch richtig buchen. Das wird ein Spaß. Gut, ich darf euch fragen, bestehen Einwände gegen die Wahl? Möchte irgendjemand diese Wahl anfechten? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann danke ich euch recht herzlich und schließe hiermit die Versammlung. Um 8 Uhr geht es weiter mit dem Bezirkstag. Genau. So, dann darf ich euch recht herzlich zur Aufstellungsversammlung für den Bezirkstag 2013 hier in der S71 für den Stimmkreis 108 begrüßen und eröffne hiermit die Versammlung. Wieder die Frage, ist irgendjemand der Meinung, dass irgendjemand zu Unrecht akkreditiert wurde oder dass irgendjemand akkreditiert hätte werden sollen, der nicht akkreditiert wurde? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir brauchen wieder einen Versammlungsleiter. Ich fühle mich vorgeschlagen. Es steht Einverständnis. Gegenstimmen. Okay, den Rest machen wir, denke ich, nachdem wir es vorher schon gemacht haben, ein bisschen schneller. Bestehen Einwände gegen Geschäftsordnung und Wahlordnung? Ist die gleiche wie vorher? Sie ist nicht der Fall. Zulassung der Öffentlichkeit inklusive Streaming? Bestehen Einwände? Nein. Wir bräuchten einen Wahlleiter. Ich schlage mal wieder Markus vor. Dafür. Gegenstimmen? Nein. Ebenso einen Protokollführer, ratet mal. Gegenstimmen? Nein, ist nicht der Fall. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Wir benötigen wieder 2 Zeugen. Markus und Daniel. Jemand aus der Versammlung ist. Es geht auch anders, aber Mitglied der Versammlung ist ideal. Okay, und einen Wahlhelfer. Tja, TJ war schneller. Bestehen Einwände gegen TJ als Wahlhelfer? Nein. Sehr schön. Der ist nicht stimmberechtigt. Gut,
Wir werden wieder die Redezeit für die Vorstellung der Kandidaten auf 10 Minuten begrenzen. Besteht Einverständnis? Gegenstimmen? Gut. Damit ist die Redezeit wieder auf 10 Minuten begrenzt. Und ich darf die Kandidaten zu mir bitten. Ihr kennt das ja schon. Wir losen wieder um die Reihenfolge. F wie Fischbein. Okay, Bauri und dann Karol. Bauri, ich darf dich bitten, dich vorzustellen. Ich könnte jetzt dieselbe Rede halten wie vorher, aber die 10 Minuten möchte ich euch ersparen. Ich habe eigentlich da vorher schon alles Wesentliche zu mir gesagt. Freue mich auch sehr, dass der Martin für uns in den Landtag ziehen wird und werde ihn auch mit Kräften unterstützen. Bin auch im Stimmkreis 103 als Verantwortlicher für die Plakataktion schon eingetragen und werde also das Plakatekleben machen und auch das Wahlkampfteam mit den neuen Leuten wird da auch kräftig mit dabei sein. Also ich freue mich schon mit dir zusammen. Unabhängig davon jetzt auch für den Bezirkstag, ob er mich wählt oder nicht, hat damit überhaupt nichts zu tun, denn unser gemeinsames Ziel ist eben reinzukommen. Bezirkstag, warum ich auch dafür kandidiere, mich interessiert der Bereich der Kliniken. Ich finde, da können wir eine Menge tun. Es ist eine reine ehrenamtliche Tätigkeit und die kann ich auch zusätzlich zu meinem Job noch machen, was ich auch tun werde. Meinen Job muss ich halt entsprechend noch ein bisschen einschränken, aber ich werde mich dort auch hundertprozentig einbringen und jetzt grillt mich weiter. Ich bin schon ganz gut angebraten. Danke, Maurin. Hallo, also ich will nicht noch einmal das wiederholen, was ich schon gesagt habe, weil das ist nicht gut, wenn man sich zweimal wiederholt. Was ich zu meinen Punkten sagen wollte, dass mit den kulturischen und Sportvereinen und anderen Vereinen, das ist in Ordnung, da habe ich ein bisschen Kenntnisse und da werde ich mich auch im Bezirkstag einsetzen, was und wie und mal sehen, wie die Wahl ausgeht und bedanke mich für die Stimmen, die ich bekomme oder auch nicht. Danke, Karol. Danke euch beiden für die Vorstellung und eröffne hiermit die Fragerunde. Wer hat Fragen an die Kandidaten? Herr Mann? In welchen Bereichen hat der Bezirkstag Gesetzgebungskompetenz? Gibt es eine Reihenfolge? Egal. Das ist eine super Frage, ich kann sie dir leider nicht beantworten. Ich kann sie nicht 100% beantworten, aber ich denke, das ist bei der Stadt München, oder? Nein? Aber ganz ergänzend meine ich eigentlich, dass der Bezirk da keine Gesetzgebungskompetenz hat, sondern bloß der Landtag, dachte ich. Ach ja, genau. Diese Frage. Gute Frage. Gut, danke. Was für ständige Ausschüsse gibt es im Bezirkstag? Super. Vorher haben beide. Ausschüsse, also da gibt es alle möglichen Ausschüsse, da gibt es zum Beispiel Bauausschuss, gibt es da. Bauausschuss gibt es da. Beide die ständigen Ausschüsse. Also da kann ich leider nicht viel dazu sagen dann. Das müsstet ihr jetzt googeln. Das auflösen? Ja, sei so nett. Den Rechnungsprüfungsausschuss und den Bezirksausschuss. Aha, vielen Dank. Weitere Fragen? Es sieht aus, als hätte ich immer mehr eine Frage an die Kandidaten. Dann schließe ich hiermit die Frage und wir bei Markus in Verlegenheit. Wieder die obligatorische Frage, möchte noch jemand kandidieren oder jemanden als Kandidaten vorschlagen? Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall. Okay, das ist nicht der Fall. Dann gehe ich ganz kurz zum Stimmzettel drucken und komme gleich wieder. Kandidatenliste schließen. Niemand kandidieren will, ist die Kandidatenliste.
Ich frage mal wirklich kurz. Nicht ganz fair, aber scheiße. Das Problem ist eher, wenn man sich mit dem Bezirkstag auskennt, dann weiß man, dass der Bezirkstag keine Gesetze gewinnen kann. Die arbeiten sich schon noch. Ja, das ist schon eigentlich logisch. Ja. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ja, ganz gut. Wir sind soweit. Ihr teilt, also ihr bekommt gleich wieder Stimmzettel. Dabei stehen die Namen von beiden Kandidaten drauf. Ihr könnt wieder, wie vorhin auch, bei einem oder bei mehreren Kandidaten ankreuzen, je nachdem, wen ihr für geeignet haltet. Ihr könnt auch die Kandidaten beide ablehnen, dann einfach einen leeren Stimmzettel abgeben. Ihr habt wieder die Möglichkeit draußen oder im Nebenraum. Okay, dann ist es besetzt. Im Nebenraum ist es eigentlich voll. Aber ihr solltet die Möglichkeit nutzen, wenn ihr wollt, geheim abzustimmen und darauf achten, dass euch dann niemand über die Schulter schaut. Einfach wegschicken die Leute. Okay. Gibt es noch Fragen zum Wahlprozedere? Okay, ich sehe es nicht der Fall. Dann teilen wir jetzt Stimmzettel aus. Ich habe gerade ein neues Spiel entdeckt. Jetzt soll es noch sein, jetzt Uni. Schienenstrecken nachmalen. Das ist. Es klingt pervers, aber es ist fast noch kurz, so ohne leer abhängig machend wie ein Browser-Game. Und damit ist der Wahlgang eröffnet. Ich glaube, ja. Genau. So, und TJ, du kannst. Ich habe jetzt schon ein paar hundert Kilometer gemacht. Ja. Ich mache es mit Alexa zusammen. Ich mache halt, wir haben uns die Gebiete aufgeteilt. Also, wo warst du am Wesentlichen? Ich zeige dir, dass ich nicht ganz so viel bin. Ich hatte das auch noch, also zumindest meine eine Tochter hatte noch Fuß umgeknickt. Ich musste dann noch ins Krankenhaus oder? Das war das richtige Zeichen. Ja, aber das ist ja zu sehen. Das sind ja fast SPD-Verhältnisse. Das ist ein bisschen.
So, wir haben ein Ergebnis. Es wurden insgesamt sechs Stimmzettel abgegeben. Es waren alle gültig. Es war kein leerer Stimmzettel dabei. Auf Mauri, Kandidat Nummer 1, entfielen dabei 5 Stimmen. Auf Carol, Kandidat Nummer 2, 1 Stimme. Damit hat Mauri die erforderliche Mehrheit erreicht. Mauri, ich darf die Frage, nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an und danke euch recht herzlich fürs Vertrauen. Ich freue mich tierisch. Die Frage, die Versammlung, bestehen Einwände gegen die Wahl? Will irgendjemand Einspruch einlegen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bleibt mir nur noch Mauri recht herzlich zu gratulieren und die Versammlung zu schließen.